Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Themenvideo. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und eingeschaltet hast. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuschauen. Heute geht es um eine sehr wichtige Frage für Hinterbliebene. In meiner tagtäglichen Praxis, Arbeit als Jenseitsmedium, begegnet mir diese Frage fast immer. Cynthia, bekommt mein liebster Vorausgegangener, mein liebster Mensch mit, wie sehr ich leide unter dem Verlust? Sehen Sie meinen Kummer? Sehen Sie meinen Schmerz? Eine sehr wichtige Frage, wie ich finde. Ich kann euch natürlich wieder nur aus meiner Arbeit heraus berichten, aus dem Wissen, das ich durch Tausende von Jenseitskontakten bekommen habe und das, was mir die geistige Welt vermittelt, das, was ich erlernen darf, das, was ich wissen darf durch die geistige Welt. Das muss nicht mit deiner Meinung konform gehen. Also gehe nur mit dem in Resonanz, was für dich sich stimmig und sinnig anfühlt. Ja, unsere Liebsten bekommen unsere Trauer, unseren Kummer auf der anderen Seite mit. Jetzt werde ich einiges hier sagen, was vielleicht ja sehr polarisiert, wo jemand sagt, boah, nee, damit komme ich gar nicht zurecht. Und das ist vollkommen okay. Unsere Liebsten trauern nicht um uns. Ich habe da mal ein ganzes Video drüber gemacht. Aber sie sehen unseren Schmerz. Natürlich sehen sie unseren Schmerz, denn sie kommen ja zu uns. Sie verstehen auch unseren Schmerz auf der irdischen Ebene. Aber ich habe so oft in den Kontakten erzählt bekommen von den Verstorbenen, dass sie sagen, wenn du wüsstest, was ich weiß, du würdest keine Sekunde mehr trauern. Du würdest nicht mehr traurig sein. Du würdest nicht mehr weinen. In der geistigen Welt sehen wir die Dinge auf einer ganz anderen Ebene, aus einer ganz anderen Perspektive heraus, nämlich aus dem Geistigen heraus, aus dem geistigen Bewusstsein. Wir wissen in der geistigen Welt darum, dass es keine Trennung gibt, dass das Illusion ist. Unsere Liebsten kommen zu uns, unsere Liebsten besuchen uns und unsere Liebsten wissen, was bei uns gerade passiert. Auch das durfte ich in so vielen Kontakten weitergeben, in denen die Vorausgegangenen erzählt haben, was gerade aktuell bei ihren Liebsten zu Hause passiert oder im Umfeld bei Freunden und Bekannten. Sie sehen nur unseren Schmerz aus einer anderen Perspektive heraus. Und deswegen sage ich ja diesen Satz, wenn ihr wüsstet, das, was wir wissen, ihr würdet nicht mehr trauern. Na gut, das ist für uns Hinterbliebene natürlich schwierig. Wir können dieses Wissen nicht so begreifen und so sehen, wie sie es sehen auf der geistigen Ebene. Für uns ist der Schmerz ganz real. Natürlich ist er auch für unsere Vorausgegangenen real, den Schmerz, den wir als Hinterbliebenen haben. Den sehen sie, den spüren sie. Und sie sind unendlich traurig, wenn wir traurig sind. Dennoch haben sie eine andere Art, damit umzugehen und sagen, Mensch, sei doch nicht traurig. Wir sehen uns wieder. Natürlich haben sie den Vorteil, dass sie das schon wieder wissen. Eigentlich wissen wir es auch. Unsere Seele weiß um die Verbundenheit miteinander. Nur unser Menschsein macht uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Tief in uns ist dieses ganz feste Wissen, dass wir miteinander verbunden sind, verankert. Wir müssen uns nur noch mal daran erinnern. Oder wir sollten besser ins Vertrauen kommen, dass dieser physische Tod der Tod der Körperlichkeit bedeutet, aber nicht der Tod unserer Existenz oder unseres Bewusstseins. Es ist aber ein großer Schritt in unserem irdischen Bewusstsein, das wieder zulassen zu können. Und nicht zu trauern funktioniert nicht auf der irdischen Basis. Es geht nicht darum, dass ihr nicht trauern sollt, versteht das nicht falsch.
Natürlich brauchen wir die Trauer, um diesen körperlichen Verlust, ja, zu verarbeiten. Aber ich wünschte mir, dass ihr im Herzen ein Stück weit das annehmen könntet, dass eure Liebsten nicht weg von euch sind, sondern ganz nah bei euch. Und ja, sie sehen eure Trauer und es ist für sie auch schwierig, das zu sehen. Aber nochmal, sie trauern nicht um uns, weil sie wissen, wir sind nicht getrennt. Sie kommen zu uns. Und wenn sie euren Schmerz sehen, euren Kummer sehen, dann sind sie eigentlich traurig darüber, dass ihr nicht euch erinnern könnt an dieses Wissen, das sie wieder haben. Es macht sie traurig, dass ihr euch nicht mehr erinnert und dass es gar keinen Grund zur Trauer geben, also dass es keinen Grund zur Trauer gibt, keinen Anlass gibt. Ich weiß, das ist schwer, schwer zu begreifen. Und ihr müsst das auch nicht annehmen. Ich möchte euch ja nur das mitteilen, weil wir nicht getrennt sind. Das durfte ich in so vielen Kontakten miterleben, dass die Liebsten erzählt haben, was gerade los ist. Die wissen genau, was bei euch los ist. Und sie senden euch auch ganz viel Liebe, damit ihr diesen Schmerz überwinden könnt. Oftmals senden sie sogar andere Menschen, die ähnlich in ihrem Charakter sind, die ähnlich in ihrer Energie sind, damit ihr nicht so traurig seid, damit ihr etwas habt, woran ihr euch festhalten könnt. Es ist nicht dieselbe Person. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Ehemann verstirbt, dann kann es durchaus sein, dass dieser Ehemann, ja, die Finger so ein bisschen im Spiel mit hat. Und man einen neuen Partner kennenlernt und der hat so fast die gleichen Eigenschaften, so dass man fast schon meinen könnte, hey, der ist wie mein Mann, ist das mein Mann? Nein, das ist nur eine Seele, die geschickt worden ist, beziehungsweise die in dein Leben gekommen ist, wo vielleicht dein, ja, vorausgegangener Mann so ein bisschen die Finger im Spiel hatte, um dir nochmal ähnliche Energien senden zu können, so dass du mit dem Verlust des Vorausgehens von ihm besser zurechtkommen kannst. Könnt ihr da mir folgen? Könnt ihr das verstehen? Es ist nicht dieselbe Person, sondern es ist eine Seele, die dir gesendet worden ist, damit du besser mit dem Verlust zurechtkommen kannst, indem sie gleiche Eigenschaften hat, vielleicht gleiche Attitüden hat, Hobbys hat, Ansichten hat, Meinungen hat, damit du besser mit diesem Verlust zurechtkommen kannst. Ihnen ist es wichtig, dass es uns gut geht. Sie wollen nicht, dass wir traurig sind. Sie wollen nicht, dass wir unglücklich sind, weil ich habe das so oft schon in den Kontakten gehabt, dass die Vorausgegangenen sogar so ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben, weil es ihnen so gut geht dort, wo sie nun sind, in unserer Heimat, und es uns so schlecht geht. Aber wir haben die Wahl, wie wir das Leben weiterhin gestalten wollen. Und unsere Liebsten wollen, dass wir glücklich sind. Versetzt euch mal in die umgekehrte Lage. Versetzt euch mal versetzt euch mal darein, ihr werdet vorgegangen. Ihr werdet diejenigen, die im geistigen Reich sind. Was wolltet ihr für eure Liebsten? Natürlich, dass sie glücklich sind, dass sie Freude haben, dass sie Spaß am Leben haben. Das wolltet ihr und das wollen eure Liebsten auch. Denn sie wissen ja, wir sind verbunden und wir sehen uns eines Tages wieder. Und ganz tief, ich sag's nochmal, in uns wissen wir das auch. Wir müssen nur ins Vertrauen kommen, in den Glauben kommen, dass dem so ist. Aber das könnt ihr natürlich selbst entscheiden. Ihr könnt selbst entscheiden, wie ihr mit eurer Trauer umgeht. Die Trauer ist wichtig. Wir brauchen die Zeit, um zu trauern. Aber wenn jemand überhaupt nicht mehr am Leben teilnehmen kann, nach Jahren, kein Leben mehr eigentlich hat, dann ist das nicht das, was unsere Liebsten wollen. Aber sie können es nicht ändern. Sie sind halt einfach mal auf der anderen Seite. Sie können uns Liebe schicken und das tun sie. Sie können uns unterstützen, aber den Weg aus der Trauer heraus, den müssen wir selbst gehen. Und da könnt ihr euch auch professionelle Hilfe und Unterstützung nehmen. Es gibt ganz wunderbare Trauerbegleitungen. Es gibt ganz wunderbare Therapeuten. Es gibt die Möglichkeit, Jenseitskontakte mit einem Medium herzustellen, natürlich gerne auch mit mir. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, um durch diesen Trauerprozess, diese Trauerbewältigung
Bewältigung zu gehen. Ihr müsst das nicht alleine machen, aber letzten Endes entscheidet ihr oder entscheidest du, wie du mit deiner Trauer umgehst. Und das ist auch dein Recht. Keiner kann dir sagen, wie du trauern sollst. Aber unsere Liebsten in der geistigen Welt möchten, dass wir glücklich sind. Also hol dir jede Menge Hilfe und Unterstützung, damit du wieder ein glückliches, naja, vielleicht kein Leben mehr so, wie es war, führen kannst. Aber das heißt nicht, dass es nicht noch schön werden kann. Versteht ihr? Es ist vielleicht anders. Viele sagen, ich kann nicht mehr glücklich werden. Und dann treffen sie vielleicht doch nochmal einen Menschen und erleben dieses Glück nochmal. Also auch da, seid nicht traurig, wenn ihr glücklich seid. Es ist so wichtig, dass ihr glücklich seid. Es ist so wichtig, dass ihr Freude am Leben habt, weil ihr wollt doch euren Liebsten nachher in der geistigen Welt auch viel erzählen, was ihr noch erlebt habt. Sie haben den Weg gewählt, schon vorauszugehen. Es war ihr Weg, den sie gehen. Und auch hier wird es wieder viele geben, die sagen, wie kann es denn sein, dass das ja ein Weg ist von einem jungen Menschen oder einem Kind oder dass mein Mann so früh gehen musste, meine Frau so früh gehen musste, die wollte das nicht. Auch das ist auf Seelenebene so gewollt. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir mehr sind als das hier. Wir sind viel, viel mehr als nur die Summe unserer Teilchen. Wir sind ein Anteil eines viel größeren Seelenanteils, das in der geistigen Welt bleibt und immer wieder Inkarnationen auf Erden durchlebt, weil wir dadurch viel Wissen erhalten. Aber das ist natürlich schwierig auf der irdischen Ebene zu verstehen. Es bedarf da schon die Auseinandersetzung mit der Thematik geistige Welt und auch das Bewusstsein. Und da geht jeder seinen eigenen Weg. Jeder geht seine Schritte in seinem Tempo. Wenn du also so in der Trauer bist, dass du sagst, ich kann nie mehr glücklich werden, dann ist das dein gutes Recht, aber es ist nicht gewollt aus der geistigen Welt und sie wollen auch nicht, dass du leidest. Keiner aus der geistigen Welt möchte, dass du leidest oder dass ihr leidet. Das ist nicht der Sinn. Wir leiden in der Trauer. Nochmal. Ihr dürft nicht sagen, sie will nicht, dass wir trauern. Das wäre falsch, weil wir brauchen diese Trauer, damit wir diesen Verlust, ja, überwinden können. Aber dann habt ihr die Wahl, wie möchtet ihr weiterhin mit dem Vorausgehen eures geliebten Menschen umgehen? Ihr könnt trauern, bis ihr auch dort seid. Aber ihr könnt auch sagen, okay, ich nehme diese Trauer an, ich nehme diesen Verlust an, es wird immer eine Lücke bleiben, es wird schwierig sein für mich, aber ich möchte, ja, das Leben leben, in Gedenken an meinen lieben vorausgegangenen Menschen. Ich möchte glücklich sein und ich darf auch glücklich sein. Ich darf lachen, ich darf Freude haben, ich darf Spaß haben. Das ist gewollt. Es geht darum, dass es euch gut geht. Und nochmal, sie sagen, wir haben ein schlechtes Gewissen, dass es uns dort so gut geht, während ihr hier so leiden müsst. Aber das könnt nur ihr selbst ändern. Ihr habt es in der Hand, wie ihr trauern möchtet. Es kommt kein Vorausgegangener oder die geistige Welt oder sonst jemand und sagt, hey, du musst jetzt bis zu deinem Vorausgehen traurig sein, trauern, Schmerz erfahren, nicht mehr glücklich sein. Das sagt keiner. Das entscheidet ihr selbst, ob ihr ein Leben weiter in Qual leben wollt oder in Glück. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es geht nicht darum, nicht eure Trauer anzuerkennen, das sage ich ja jetzt schon zum dritten Mal, sondern es geht darum, wie könnt ihr wieder mehr am Leben teilnehmen? Wie könnt ihr wieder ein glückliches Leben leben? Denn das ist eure Bestimmung auch. Und ihr werdet eure Liebsten wiedersehen. Daran besteht für mich nicht mehr der geringste Zweifel. Ihr dürft glücklich sein. Ihr dürft lachen. Ihr dürft auch Tage haben, in denen ihr traurig seid. Manchmal ist es so, dass man, sage ich mal, selbst wenn, wie bei meinem Papa, mein Papa seit über 20 Jahren ist er in der geistigen Welt, habe ich manchmal Tage, wo er mir sehr fehlt, wo ich gerne zu ihm fahren würde, um mit ihm zu sprechen. Aber dann erinnere ich mich daran und sage, hey, Papa, ich weiß, du bist bei mir und ich werde dich eines Tages wiedersehen. Und ich weiß, dass du möchtest, dass ich
glücklich bin. Und in diesem Sinne versuche ich mein Leben zu leben, um dich zu ehren, um dein Leben zu ehren. Lache ich, weil du gerne gelacht hast? Habe ich Freude am Leben, weil du Freude am Leben hattest? Das ist das, was ich als Vermächtnis für dich tun möchte. Aber das darf jeder selbst entscheiden. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Einblick dahingehend bringen, ob Sie unsere Trauer sehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du dieses Video teilst mit Menschen, die es gerade vielleicht brauchen, mit Freunden, Bekannten. Wenn du mir ein Like dalässt, ein Kommentar dalässt, dann freue ich mich sehr. Und wenn du meinen Kanal abonnierst, freue ich mich noch mehr, dann verpasst du nämlich kein wichtiges Themenvideo mehr von mir. Ich bedanke mich ganz herzlich, passt gut auf euch auf, passt gut auf dich auf, hab Spaß, hab Freude, lebe. Denn das Leben ist so kurz. Und das werdet ihr sehen, wenn ihr zurückgeht in die geistige Welt. Nutzt eure Möglichkeiten. Herzlichst, eure Cynthia.